Aber, ne? Du musst dir vorstellen. Da ist so eine Falle, da trittst du drauf, kommt da ein Pfeil aus der Seite raus. Ja. So, ein Block höher ist die nächste Falle. Und wenn da dann der Pfeil vorbeikommt, dann betätigt das den, die Druckplatte und es kommt der nächste Pfeil raus. Wow. Das ist gut, ne? Das ist gut. Raffiniert. Raffinadezucker. Solltest du dir aufschreiben? Raffi, was? Da ist ein Skelett im Wasser. Ich baue hier Eisen ab. Das machst du gut. Obwohl, eigentlich brauchen wir Eisen auch schon wieder nicht mehr, ne? Hoch. Jetzt, wo wir ja schon fast alle eine Silberrüstung haben. Ja, trotzdem, Eisen ist nie verkehrt für Ketten und ich weiß nicht, was noch alles. Okay. Und Eimer. 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 Eimer Abdallah und so. Den mag ich nicht. Nee, ich auch nicht. Der war mir immer total unsympathisch. Ich war nie so der Galileo-Gucker. Nee, ich auch nicht. Und ich habe nie auf das vertraut, was bei Galileo kam. Nein, da vertrauen Leute drauf. Ja, wirklich. Und Scheiß. Wo? Ich glaube alles, was da läuft. Ach Gott. Es läuft ja im Fernsehen und was im Fernsehen läuft, stimmt immer. Nein, das stimmt. Ja, für manche anscheinend ja. Ach Gott, okay. Da das unten. Ist wirklich schlimm. Entweder ist das Lava. Es sieht auf jeden Fall sehr komisch pixelig aus. Oder es ist vielleicht Rubin. Oder Netherrack. Ah ne, das haben wir hier nicht. Ja, fast. Oh, ich wäre fein in die Lava gefallen. Das ist nicht gut. Nee. So gerade abwehren. Weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Aber wir werden es auch aussehen. Nicht gesehen. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr großer Lavasee und da oben kommt ein Skelett. Ich sehe dich. Du siehst mich? Nein, Skelett. Achso. Stirb. Ich würde sagen, so tief bin ich doch noch gar nicht. Sterben Sie, Meister. Ich will jetzt endlich in die Hölle, deswegen buddel ich mich jetzt weiter runter. Aha. Sowas machst du? Einfach so? Ja. Ohne mich zu fragen? Ja. Okay. Machst du auch einen Hinweg dazu, dass Nein. ich dir folgen kann? Schlecht. Nutze deinen nicht vorhandenen Grapple Hook. Toll, danke. Der wird mir helfen. Nicht. Aber egal. So. Du packst das schon. Ich habe Vertrauen in dich. Ich bin jetzt bei dieser Möchtegern-Mine von damals. Das ist noch ein ganzes Stück. Ich bin noch nicht bei Lava. Oh Gott. Ich habe mich halt ablenken lassen mal wieder. Warst du wieder auf Erkundungstour, ja? Ja, sorry. Ach, da diese halt scheiß und so. Schwarzen Blubs mit ihren dämlichen Nachtverdunklungen da. Und mit ihren Debuff da, dass du nichts mehr sehen kannst. Nervig, wirklich einfach nervig. Jetzt bin ich beim Pilzgebiet, wuhu. Dann hast du es nicht mehr weit. Da unten ist mein nächstes Opferskelett. Vielleicht hat das ja mal einen Haken dabei. Ich habe immer noch keinen. Schade. Kupfermünze, nein, danke. Da kommt Gold. Yay. Baust auch immer schon alles fleißig ab, bis auf das Dämonit-Erz vorhin, ne? Ja, ja, klar. Sehr schön. Muss mir halt wieder gut machen für mein zerstörtes Gold. Obwohl, es war ja mein eigenes, was ich vernichtet habe. Aber es geht ums Prinzip. Ja. Weil das selbst gefahren hat. Ich glaub doch nicht in die Lava, danke. Lass dich bitte hier töten und dann lauf in die Lava. Also wirklich. So viel Zeit muss sein. So. Ich glaube, es waren wieder ein paar Gold. Achso, ich dachte schon, ich höre dich, aber es war ein Skelett, das gestorben ist. Es war eine Fledermaus, die gestorben ist. Höhle! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was? Viel zu tief. Hat er so überlebt? Es sah weitaus tiefer aus, als es in Wirklichkeit war. Da sind Smaragde, du hast Smaragde übersehen. Ich habe keine Smaragde übersehen. Du hast Smaragde übersehen. Das Guck sind keine Smaragde. Guck mal im Video, dann weißt du es. Keine Smaragde. Was ist denn das dann? Hast du es schon abgebaut? Warte, 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 noch nicht. Aber es ist grün. Das sind keine Smaragde. Optische Täuschung. Ah, verdammt. Ja, es sind Smaragde. Mist!
Du hast Maraktilus. Ja, ich wusste doch. Das war mega passiv. Hölle. Hölle. Hölle, Hölle. Wolfgang Petri ist bestimmt auch schon da. Ja, vielleicht. Hier sind nämlich Flammenblups und brennende Fledermäuse. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch, sie haben die Hölle erreicht. Da ist das Dämonit erst, was du vorhin gesehen hast. Ich bin gleich tot. Sehr schön. Also nicht so schön, aber halt anders, weißt du? Ich weiß schon, wie du das meinst. Das will ich aber hoffen. Hab ich schon erwähnt, dass ich jetzt tot bin? Nee, noch nicht. Ich muss gerade hier gegen diesen Blub kämpfen. Ja, die Hölle ist schon heftig. Wenn du dir dann vorstellst, es gibt einen Boss, den kannst du nur dort spawnen. Mhm. Der ist richtig heftig. Ich sichere mich jetzt mal ganz kurz nach oben ab. Einfach nur, damit mir nichts auf den Kopf fällt, wenn ich mich jetzt hier nach unten buddel. Mhm. Denn ich will die Hölle erreichen. Ich will der Erste sein. Und der Allerbeste. Willst du da nicht eher Pokémon spielen? Auch. Aha, du willst das also? Was? Pokémon spielen. Warum nicht? So, keine Ahnung. Es gibt genug Menschen, die sagen dann, du willst ja Pokémon spielen. Voll kindisch. Na und, damit bin ich aufgewachsen, ja? Also wirklich, das hat nostalgischen Wert und so. Also wirklich? Das verstehen viele nicht. Pokémon ist cool. Aber die Sendung war ätzend. Die Sendung war... Ein Schuss in den Ofen. Nein! Was denn? Oh. Okay. Wow, ich bin, hab mich runtergebuddelt und bin so einen guten Kilometer runtergefallen. Ja, wow, wow, ach du Kacke! Wow, du hast hier so einen Knochenschlange aus der Hölle geholt. Ja, der war so, den hab ich da unten gesehen. Und jetzt ist er hinter mir her, na super. Fast. Das ist Bruno. Der Bruno. Bruno, der, die Knochenschlange. Yay. Knochenschlange, los, fass Bruno. Ach du Kacke. Was sind denn das für Gebäude da unten? Das sind Ruinen. Au, so genau habe ich mir die Hölle nämlich noch nie angeguckt. Es ist down. Bruno ist down. Oh, Bruno. Der hat nicht mal irgendwas Tolles gedroppt. Hätte er sich nicht besser anstellen können? Er hat sich gut angestellt. Ich musste mir zumindest einen Heiltrank reinpfeifen. Ich hab ja immer noch keinen. Bruno hatte ich aber gesehen. Bruno war genau da, wo ich gestorben bin. Okay. Also, es ist nicht mehr weit für mich. Ja, du solltest nicht weiter runtergehen. Okay. Ich muss eh noch das Dämonit-Erz hier abbauen. Ab so einem gewissen Teil, weil da ist einfach, da kommst du halt in eine riesige Höhlenpart rein und nirgendwo sind Wände, wo du dich festhalten kannst mit dem Grapple Hook. Das ist kein nächstes Problem. Das war irgendwie gemein. Ja, und als ich dann in der Lava war, feuerte ich mit dem Grapple Hook die ganze Zeit von links nach rechts. Das hat nichts gebracht. Ach. Diese scheiß Typen tropfen nicht ein verdammten Dingens, ne? Kein Captain. Kein Captain. Thomas. Ich kann kotzen. Oh. Ich brauche ihn doch. Den Captain. Ja, wir alle brauchen Captain Hook. Da ist ein anderes Skelett, da versuche ich mal rüber zu gehen. Wie ich diese schwarzen Blubs einfach nur verabscheue, wirklich. Die sind echt nervig. Ach, ich habe gar keine Fackel mehr, das ist ja schön. Und ich habe kein Holz, um mir welche herzustellen, super. Wieder vorbereitet in die Höhle gegangen. Ja, so wie du immer. Ich habe 33 Fackeln und 72 Holz. Ich habe 33 Fackeln und 72 Holz. Und noch genug, hier diese, dieses Gel, um was herzustellen. Okay. Also, nicht wahr? Ja, du mich auch. Und hier haben wir wieder Sie gefälligst mal ihren Captain Hook. Ich bin dabei. Ich arbeite dran und so.
Das Problem ist, ich brauche auch gar nicht in die Hölle zu gehen, weil da kommt halt nicht der Typ, den ich brauche. Aber du musst es doch deinen Zuschauern zeigen. Ja, wir werden früher oder später sowieso noch die Hölle sehen. Hölle, 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 Hölle. Ja, genau. So. Super. So. Oh, verdammt. Was denn? Ja, ich bin wieder tief gefallen, der Grapple Hook zu spät genutzt und auf 18 HP runtergerutscht. Aha, aha. Und jetzt esse ich Pilze und versuche mich damit zu heilen. Ob das helfen wird? Stell mal das mal in der Realität vor. Dass du anfängst, wild Pilze zu essen und hoffst, dass sie dich irgendwie heilen. Du musst uns irgendwelche Illusionen hervorrufen, aber heilen? Ist ja auf überall Goombas. Und springst auf Schildkröten. Ja, genau. Und schreist Bowser. Oder trittst die durch die Gegend und wunderst dich, dass die, wenn die gegen die Wand klatschen, nicht zurückkommen. Richtig. Ja, ja, der gute alte Mario. Der hat schon Rattern. Oh ja. Der Italiener. Da fängt auch die Hölle für mich an. Yay! Ich kann hier einigermaßen runtergehen. Ich habe einen Weg dafür gefunden. Okay. Versuche ich hier gerade so ein Feuerimp zu vernichten, hat auch gut geklappt. Ich bin auch gleich wieder da. Ich brauche doch einen Hook. Einen Captain. Einen Captain brauche ich. Ja, da ist wieder Bruno. Höllenfeuerfall. Bruno. Bruno, ich hasse dich, Bruno. Ich bin tot. Bruno ist cool. Wurde durch, was? Punkt. Durch, Punkt steht Bruno bei mir getötet. Nur. Ja. Ja, jedenfalls gibt es hier in der Hölle halt... Ah, Bruno! Lass mich doch in Ruhe! Jede Menge Erze, die man gebrauchen kann. ETF. Das Vieh ist ja leicht riesig. Tot. Das ist halt die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Hölle. Hölle? Wir können da nichts reißen. Wir brauchen Obsidian-Tränke, um die Höllenerze abzubauen. Wir brauchen Hölle. Sowieso besseres Equip, um mit den Monstern fertig zu werden. Hölle. Nein. Die Hölle können wir erstmal knicken. Hölle. 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 Ich brauche einen verdammten Hook. Hölle. Du hast ganz sicher keinen. Ich hab nur Hölle. Das gibt's auch nicht, dass diese Hooks hier heute so eine extrem niedrige Spawnrate haben. Spawnrate? Spawnrate. Was ist denn eine Spawnrate, der Mischte? Eine Spawnrate. Was erzählen Sie denn da schon wieder für einen Quatsch? Ach. Ah! Brennende. Brennende, sie kommen immer näher. Brennende Fledermäuse. Ah nein, jetzt mache ich nicht den Fehler schon wieder und vergesse mein Holz. Boah, was drücken die denn für einen Schaden rein? Ja, deswegen ja, wir brauchen noch nicht in die Hölle gehen. Wow. Aber ich wäre beinahe in der Ruine gewesen. Ich war drin. Oh. Gab's kannst du ja in meinem Video angucken. Ja doch, da habe ich Höllenpfeile gefunden. So, was machen wir nun? Wir brauchen einen verdammten Hook. Ohne Hook kann ich hier nicht wirklich viel reißen. Das heißt, wir müssen ungefähr auf diese graue Steinebene und uns dort rumgraben, bis wir... Guck mal hier. So. Ja, und was ist mit dir? Scheiß drauf, ich brauche keinen. Okay, gut. Nächstes Ziel ist wieder ein Cthulhu-Spawn. Das heißt, wir müssen warten, bis Nacht ist. Oh. Das bedeutet, wir müssen dann die Viecher töten. In der Zeit können wir auch nochmal so ein bisschen nach unten gehen. Und uns für dir einen Hook holen. Weil du wirst auf jeden Fall einen brauchen, sonst hast du ja auch im Dämonengebiet schlechte Karten. Und ich muss hier noch so ein bisschen... Bring Holz mit. Design hier noch so ein bisschen. Bring Holz mit. Holz habe ich noch, 85. Ja, sehr schön, dann kannst du ja Fackeln machen. So, und dann... Hätte ich beinahe die